Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Sven verhält sich in letzter Zeit sehr eigenartig. Er hat nie Zeit für mich und wir haben sehr wenig Kontakt zueinander. Sven verhält sich in letzter Zeit sehr eigenartig. Er hat nie Zeit für mich und wir haben sehr wenig Kontakt zueinander. Ich werde ihn anrufen und fragen, ob wir uns heute kurz sehen könnten. Ich werde ihn anrufen und fragen, ob wir uns heute kurz sehen könnten. Hallo Schatz, wie geht es dir? Hast du Lust, heute Abend zusammen einen Film zu sehen? Hallo Schatz, wie geht es dir? Hast du Lust, heute Abend zusammen einen Film zu sehen? Hallo Liebling, mir geht es gut, danke. Und dir? Heute Abend sieht es nicht so gut aus bei mir. Ich treffe mich schon mit Jonas. Hallo Liebling, mir geht es gut, danke. Und dir? Heute Abend sieht es nicht so gut bei mir aus. Ich treffe mich schon mit Jonas. Aber wir haben uns schon so lange nicht gesehen. Hast du denn nicht mal eine halbe Stunde Zeit für mich? Aber wir haben uns schon so lange nicht gesehen. Hast du denn nicht mal eine halbe Stunde Zeit für mich? Es tut mir leid, aber ich habe Jonas schon zugesagt. Können wir uns nicht morgen treffen? Es tut mir leid, aber ich habe Jonas schon zugesagt. Können wir uns nicht morgen treffen? Das können wir auch machen, aber bitte sag nicht wieder kurzfristig ab. Ich will dich unbedingt sehen. Ich vermisse dich sehr. Das können wir auch machen, aber bitte sag nicht wieder kurzfristig ab. Ich will dich unbedingt sehen. Ich vermisse dich sehr. Keine Angst, morgen sehen wir uns. Ich verspreche es dir. Keine Angst, morgen sehen wir uns. Ich verspreche es dir. Okay, dann bis morgen. Wann wollen wir uns treffen und wo? Okay, dann bis morgen. Wann wollen wir uns treffen und wo? Lass uns doch um 15 Uhr in unserem Lieblingspark treffen. Lass uns doch um 15 Uhr in unserem Lieblingspark treffen. Das klingt gut. Dann bis morgen, Schatz. Das klingt gut. Dann bis morgen, Schatz. Einen Tag später. Einen Tag später. Heute sehe ich endlich meinen Sven. Ich habe mich extra schön angezogen. Damit werde ich ihn überraschen. Heute sehe ich endlich meinen Sven. Ich habe mich extra schön angezogen. Damit werde ich ihn überraschen. Oh, er hat mir eine Nachricht geschrieben. Was steht da wohl drin? Oh, er hat mir eine Nachricht geschrieben. Was steht da wohl drin? Das kann nicht sein Ernst sein. Er will unser Treffen schon wieder verschieben. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Das kann nicht sein Ernst sein. Er will unser Treffen schon wieder verschieben. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ich werde zu ihm gehen und persönlich mit ihm sprechen. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich werde zu ihm gehen und persönlich mit ihm sprechen. Irgendetwas stimmt da nicht. Früher war Sven ganz anders. Er wollte mich jeden Tag sehen und wir hatten viel Spaß zusammen. Aber seit ein paar Wochen verhält er sich einfach eigenartig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Früher war Sven ganz anders. Er wollte mich jeden Tag sehen. Und wir hatten viel Spaß zusammen.
aber seit ein paar Wochen verhält er sich einfach eigenartig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hier ist sein Haus. Zum Glück weiß ich, wo der Ersatzschlüssel ist. Hier ist sein Haus. Zum Glück weiß ich, wo der Ersatzschlüssel ist. Das war wirklich ein wunderschöner Tag, Sven. Danke dafür. Ich hoffe, dass wir das bald wiederholen können. Das war wirklich ein wunderschöner Tag, Sven. Danke dafür. Ich hoffe, dass wir das bald wiederholen können. Ich hatte auch sehr viel Spaß, Nina. Wir werden uns in nächster Zeit öfter sehen. Ich hatte auch sehr viel Spaß, Nina. Wir werden uns in nächster Zeit öfter sehen. Oh mein Gott! Sven! Was ist hier los? Was macht diese fremde Frau bei dir? Oh mein Gott, Sven! Was ist hier los? Was macht diese fremde Frau bei dir? Lisa, es ist nicht so, wie es aussieht. Ich kann das erklären. Lisa, es ist nicht so, wie es aussieht. Ich kann das erklären. Was gibt es da zu erklären? Ich habe alles gesehen, was ich sehen muss. Es ist aus zwischen uns beiden. Ich mache Schluss mit dir. Was gibt es da zu erklären? Ich habe alles gesehen, was ich sehen muss. Es ist aus zwischen uns beiden. Ich mache Schluss mit dir. Nein, Lisa, bitte sag so etwas nicht. Gib mir 5 Minuten. Ich kann dir alles in Ruhe erklären. Nein, Lisa, bitte sag so etwas nicht. Gib mir 5 Minuten. Ich kann dir alles in Ruhe erklären. Du hast schon genug meiner Zeit verschwendet. Ich will dich nie wiedersehen. Halt dich aus meinem Leben raus, und zwar für immer. Du hast schon genug meiner Zeit verschwendet. Ich will dich nie wiedersehen. Halt dich aus meinem Leben raus, und zwar für immer. Warte, Lisa, bitte geh nicht weg. Warte, Lisa, bitte geh nicht weg. Wie kann Sven mir das nur antun? Ich habe ihn wirklich geliebt und war immer ehrlich zu ihm. Wie kann Sven mir das nur antun? Ich habe ihn wirklich geliebt und war immer ehrlich zu ihm. Er sagt unser Date ab, um sich mit anderen Frauen zu treffen. Wer macht so etwas? Er sagt unser Date ab, um sich mit anderen Frauen zu treffen. Wer macht so etwas? Jetzt ruft er schon wieder an. Er soll mich in Ruhe lassen. Jetzt ruft er schon wieder an. Er soll mich in Ruhe lassen. Hör auf, mich anzurufen, Sven. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Hast du mich verstanden oder soll ich es noch einmal sagen? Hör auf, mich anzurufen, Sven. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Hast du mich verstanden oder soll ich es noch einmal sagen? Lisa, das ist ein Riesenmissverständnis. Bitte gib mir eine Chance, dir zu erklären, was passiert ist. Lisa, das ist ein Riesenmissverständnis. Bitte gib mir eine Chance, dir zu erklären, was passiert ist. Ich gebe dir 5 Minuten, aber nur, wenn du mich danach in Ruhe lässt. Ich gebe dir 5 Minuten, aber nur, wenn du mich danach in Ruhe lässt. Wenn du mir dann nicht verzeihst, lasse ich dich in Ruhe. Ich verspreche es. Wenn du mir dann nicht verzeihst, lasse ich dich in Ruhe. Ich verspreche es. Okay, bis gleich. Okay, bis gleich. 30 Minuten später. 30 Minuten später. Ich bin immer ehrlich zu dir, Lisa. Das weißt du. Ich bin immer ehrlich zu dir, Lisa.
das weißt du. Deshalb hätte ich so etwas auch nie von dir erwartet, Sven. Aber anscheinend kenne ich dich nicht so gut, wie ich dachte. Deshalb hätte ich so etwas auch nie von dir erwartet, Sven. Aber anscheinend kenne ich dich nicht so gut, wie ich dachte. Die Frau bei mir heißt Nina. Wir kennen uns erst seit kurzem. Die Frau bei mir heißt Nina. Wir kennen uns erst seit kurzem. Du machst es nur noch schlimmer. Du machst es nur noch schlimmer. Ich habe mit Nina keine Affäre. Sie ist meine Zwillingsschwester. Wir wurden bei der Geburt getrennt, weil meine Eltern nicht genug Geld für zwei Kinder hatten. Ich habe mit Nina keine Affäre. Sie ist meine Zwillingsschwester. Wir wurden bei der Geburt getrennt, weil meine Eltern nicht genug Geld für zwei Kinder hatten. Oh nein, warum sagst du das nicht gleich? Oh nein, warum sagst du das nicht gleich? Ich habe es versucht, aber du wolltest mir nicht zuhören. Ich habe es versucht, aber du wolltest mir nicht zuhören. Ich habe jetzt die Chance, meine Schwester kennenzulernen und wollte sie nicht verpassen. Ich habe jetzt die Chance, meine Schwester kennenzulernen und wollte sie nicht verpassen. Das verstehe ich, Sven. Nimm dir die Zeit, um deine Schwester kennenzulernen. Ich hätte dir mehr vertrauen sollen. Es tut mir leid. Das verstehe ich, Sven. Nimm dir die Zeit, um deine Schwester kennenzulernen. Ich hätte dir mehr vertrauen sollen. Es tut mir leid. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!